Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Uncorked, ein neuer Netflix Original Film. Wir sind in Memphis, Tennessee. Elijah arbeitet bei seinem Vater im Restaurant. Dieser hat das von seinem Vater übernommen und möchte natürlich auch, dass irgendwann auch mal Elijah das Restaurant übernimmt. Doch der hat eher eine andere Leidenschaft, nämlich Weine, und arbeitet da schon bei einem Weinhändler und möchte das aber alles professionalisieren, dementsprechend Sommelier werden. Sein Vater hat da aber irgendwie kein Verständnis für, und so treffen so zwei Ansichten aufeinander und es kriselt ein bisschen in der Familie. Und es geht im Grunde darum, Vater-Sohn-Geschichte, wie schafft es Elijah herauszufinden, was er wirklich machen möchte und seinen Traum zu verwirklichen, und auf der anderen Seite, wie der Vater irgendwie damit klarkommt. Das sind so diese zwei Dinge. Und man muss sagen, der Film ist an vielen Stellen sehr vorhersehbar. Das Ende hat mich persönlich etwas enttäuscht und insgesamt bringt der in ganz wenigen Stellen richtig gute Emotionen rüber. Dass man wirklich mitfühlt oder so, das ist irgendwie nur so ein vor sich hingeplätschere, was durchaus unterhaltsam ist und man sich gerne angucken kann. Aber wirklich mitgenommen wird man von der Geschichte nicht. Also dementsprechend ist das alles eher Durchschnitt davon. Die Schauspieler machen hier eigentlich einen ganz guten Job. Auch Bekannte dabei, die beiden Hauptdarsteller Mamoudou Atti und Courtney B. Vance. Die kennt man beide schon aus diversen großen Produktionen. Und insgesamt ist Netflix ja auch dabei, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera sehr viel Diversity spielen zu lassen. Das ist cool zu sehen, weil manchmal ein ganz anderer Style dadurch kommt. Das Problem ist bloß, in diesem Fall wird der Style am Anfang und am Ende kommt es, oder manchmal in der Mitte, so ein bisschen anders das Ganze dargestellt, aber dann wird es wieder flach und Standard und nichts Besonderes. Dementsprechend kann ich den Film nicht unbedingt empfehlen, ist eher durchschnittlich geworden, streamingtechnisch 3 von 5 Punkten. Insgesamt kriegt er dann auch 3 von 5 Punkten. Wenn das Ende anders gewesen wäre und mehr Emotionen hervorgehoben hätte, hätten wir im Streaming-Genre auch 4 Punkte gehabt, aber da gibt es halt leider hier jetzt nicht wirklich mehr. Dementsprechend eher durchschnittlicher Film geworden, obwohl ich mir da mehr erhofft hatte. Schade. In diesem Sinne war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao. Ihr habt die Alarmanlage ausgelöst. Sie ist schon reingegangen, bevor ich deaktiviert habe. Wer ist sie? Das ist Tanja. Tanja ist meine... Naja, wenn ich hier mit dir putze, bin ich wohl besser deine Freundin. Kann man wohl sagen.